Hallo Freunde, da bin ich wieder. Hier ist der Levisgard 1210 zurück aus der Türkei mit einem richtig geilen Unboxing. Und zwar werde ich heute auspacken Forza Horizon 3 für die Xbox One. Ja, das Spiel kam am 27., also vor ein paar Tagen raus. Und ich hatte es mir jetzt vorbestellt von GameStop und da war ich noch in der Türkei, also konnte ich es nicht abholen. Und jetzt habe ich es endlich abgeholt. Heute ist Samstag, Freunde. Und das Game wird gleich voll gezockt, gesuchtet. Ihr wisst, ich liebe Forza Horizon, den zweiten Teil besonders. Und den ersten Teil habe ich ja jetzt mit Gold bekommen. Den werde ich auch natürlich antesten und anzocken. Aber jetzt wird erstmal Forza Horizon 3 ausgepackt. Ja, nur für Xbox One-Konsolen, ist klar. Auf dem Cover sehen wir hier einen Lamborghini. Ein richtig neues Modell, sieht richtig cool aus, pfeilschnell. Und gerade hier mit diesem Gelb da daneben, oh, das sieht richtig Hammer aus. Und darüber springt so ein Truck, Freunde, was ist das für eine Marke? Ford, ein Ford-Truck springt über den Lamborghini. Ja, so kann man ungefähr das Spiel zusammenfassen, Freunde, ja. Weil man kann hier einfach, das ist ein Open-World-Spiel, klar, ihr kennt Forza Horizon. Da kann man überall hinfahren, man kann Rennen machen, man kann verschiedene Sachen sammeln, muss man sogar, und dann immer mehr und dann immer mehr Autos sammeln. Ja, ein grandioses Rennspiel, sagt die Gameswelt. Übrigens, Gameswelt ist eine richtig coole Seite, finde ich gut. Und Rennspiel von E3 2016, den IGN Award haben die gewonnen. So, diesmal geht's von der Mittelmeerküste Down Under nach Australien, Freunde. Willkommen in Australien. Individuelle Anpassung. Ja. Freunde anheuern und wieder feuern. Ja, das klingt so ein bisschen wie Drive Club. Da kann man ja auch solche Clubs gründen. Und hier kann man halt in diesem neuen Modus Leute und Kumpels, die für euch dann fahren und dann Kohle verdienen oder Punkte. Ja, weiß ich jetzt nicht genau, aber das werde ich ja dann sehen. Mehr als 350 Autos entdecken. Yay! Das macht Spaß. Da haben wir diese Buggies. Ich habe das ja auf der Gamescom gefahren dieses Jahr. Hat eigentlich sehr... Ja, mir kam es wie der zweite Teil vor, aber der dritte Teil halt durch die Location wirkt halt ein bisschen anders. Ja, und da oben seht ihr, ich habe das Poster, seht ihr da, über dem Fernseher, da habe ich dann das Gamescom-Poster aufgehangen, Freunde. So, weiter geht's. Damit das Zimmer auch stylisch im Forza Horizon Design dekoriert ist. So, das Ganze kann man natürlich im Singleplayer zocken oder bei Xbox Live 2 bis 12 Spieler können sich dann messen. Force Feedback Lenkrad ist optional und das Ganze braucht 49 GB Speicherplatz auf der Festplatte. Hier sind die ganzen Marken, die drin sind, zum Beispiel Lamborghini, Ford, Opel oder Vauxhall heißt das hier, GM Motors, Ferrari und so weiter und so fort. Herrlich. Ja, natürlich wird es dazu, Freunde, werde ich natürlich Levis-Zock-Videos machen, vielleicht auch Twitch-Streams, mal gucken, wenn ihr es möchtet, kann ich auch gerne streamen. So, jetzt packen wir das Ganze mal aus, jetzt, ich bin voller Vorfreude auf dieses Spiel und endlich habe ich es, ha! Und ich freue mich drauf. So, also ich gucke mal, ob da irgendwelche Dinger sind. Okay. So. Jetzt packen wir es aus. Da, zack. Das ist die Blu-ray, die Disc. Wunderschön. Ist das gleiche Design. Und hier ist nichts. Ja, kein Booklet oder so. Naja, egal. Ja, habt ihr das Spiel auch? Oder werdet ihr noch... Werdet ihr euch das noch holen? Ja. Gut, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Und jetzt wird die Disc eingeschmissen und Australien unsicher gemacht.
Wunderbar. Ja, das war's Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.